Schon als Kind, aber spätestens als Jugendliche heißt es oft, geh nicht alleine im Dunkeln nach Hause und steigt auf gar keinen Fall bei Fremden ins Auto ein. Die Angst vor spontanen und sexuellen Übergriffen und Missbrauch ist von einem Bild geprägt, dass uns jemand Fremdes bedroht und uns nachts auf der Straße überwältigt. Ganz klar, das gibt es und es ist auch schlimm. Statistisch gesehen ist es nur auch so. Sexuelle Gewalt geschieht öfter im sogenannten sozialen Nahfeld. Sie findet durch Nachbarn, Nachbarinnen oder Personen aus Einrichtungen oder Vereinen statt. Es sind Bekannte aus der Schule, vom Arbeitsplatz, vermeintliche Freunde oder Menschen aus dem Familienkreis. Sexueller Missbrauch und sexuelle Gewalt findet nur sehr selten, spontan oder aufgrund von Gelegenheiten statt. In den meisten Fällen werden Grenzen von Täter und Täterinnen nach und nach überschritten und ausgetestet. Vertrauen wird ausgenutzt, ebenso wie bestehende Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit hängt oft mit einem großen Altersunterschied zusammen. Es kann aber auch mit den gesellschaftlichen Hierarchien zu tun haben, zwischen den Geschlechtern oder zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Diese persönlichen Abhängigkeiten verbunden mit manipulativem Verhalten schaffen die Situation, dass Übergriffe oft gar nicht wahrgenommen werden. Gleichzeitig wird eine Ohnmacht ausgelöst, ein Gefühl von, dagegen kann ich eh nichts tun. Auch Scham, Ekel und Schuldgefühle spielen eine große Rolle und machen es zusätzlich schwer, über den Missbrauch zu sprechen, und dabei betrifft es so viele. Mehr als 16.000 Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen werden pro Jahr in Deutschland angezeigt. Die Zahlen gehen auch seit Jahren nicht zurück und das sind nur die angezeigten Fälle. Zahlen der Weltgesundheitsorganisation lassen auf weitaus mehr Fälle in Deutschland schließen. Man geht von ca. 1 Million Kindern und Jugendlichen aus, die sexueller Gewalt ausgesetzt sind oder waren. Das wären 1 bis 2 Schüler, Schülerinnen pro Schulklasse. Statistisch gesehen kennen wir also alle jemanden, der oder die sexuellen Missbrauch erlebt hat. Und genau darum geht es auch heute in meinem Video. Katharina Wohlrab ist Betroffene von sexualisierter Gewalt gewesen. Und ich habe mich auf den weiten Weg gemacht, um ihr ein paar Fragen zu stellen. Katharina, ich muss dir ehrlich gestehen, ich bin super nervös heute. Ich habe Angst. Ich meine, das ist ein sehr sensibles Thema und ich habe Angst, irgendwas Falsches zu sagen. Also korrigiere mich bitte, falls ich irgendetwas Falsches sage. Und umso krasser finde ich, dass du heute auch hier bist und mit mir darüber redest. Finde ich erstmal total super von dir, dass du das auch sagst. Ne? Oft trauen sich Menschen nicht zu sagen, wenn sie nervös sind, oder sie versuchen das zu überspielen und dann wird es halt oft noch schlimmer, weil sie dann in irgendwelche Fettnäpfchen rutschen und das dann schlechter erklären können. Ich spreche jetzt schon eine Weile öffentlich über mein Trauma. Dementsprechend, wenn mir was auffällt, was ich schlimm finde oder was ich triggernd finde, werde ich dich verbessern, und ansonsten kann hier nichts passieren. Ist ein Safe Space. Meine erste Frage wäre eigentlich schon, wann ist es passiert und wem, also beziehungsweise mit wem hast du als erstes darüber geredet? Vor 8 Jahren wurde ich vergewaltigt von einem Arbeitskollegen und ich habe lange mit niemandem drüber gesprochen. Ich habe das erstmal für mich versucht zu verarbeiten. Ich habe erstmal versucht, wirklich zu überleben. Also ich habe mich auf meine Grundfunktionen beschränkt. Ich habe versucht zu essen, zu trinken, zu schlafen, erstmal nur körperlich zu überleben. Und ich glaube, nach einer Woche oder nach 2 habe ich dann meiner besten Freundin davon erzählt und mit der bin ich dann eben auch zur Polizeiwache gefahren. Warum genau diese Freundin? Ich hatte es nicht so leicht in der Schulzeit. Ich wurde relativ viel gemobbt, egal auf welcher Schule ich war, und hatte eben diese eine gute Freundin über mehrere Jahre. Deswegen war es klar, dass sie der erste Mensch ist, dem ich das erzähle. Und inwiefern hat sexualisierte Gewalt im Nahfeld bei dir stattgefunden? Hattest du ein Abhängigkeitsverhältnis oder andere Aspekte, die es dir erschwert haben, darüber zu reden? Also ich habe mit dem Täter zusammengearbeitet und habe einen Minijob gehabt, weil ich eben mein Abi gerade zu dem Zeitpunkt gemacht habe und er eben auch so als Aushilfe. Da war jetzt nicht wirklich ein Abhängigkeitsverhältnis, weil ich danach auch gekündigt habe und das war dann auch in Ordnung, er war jetzt nicht mein Chef oder sowas. Aber er hat relativ lang danach noch versucht, mir einzureden, dass das ja alles consensual gewesen sei, und hat auch Monate danach mir noch geschrieben, ob wir uns mal wiedersehen. Es hätte ihm so viel Spaß gemacht. Seine beiden besten Freunde waren zu der Tat auch mit dabei. Also sie standen vorm Raum vor der Tür, haben Schmiere gestanden. Und die haben auch beide immer versucht, sich mit mir zu treffen danach. So im Sinne von, man könnte ja mal auf ein Date gehen und so. Also ich glaube, dass tatsächlich bei den dreien gar nicht so angekommen ist, was da eigentlich passiert ist. Okay, krass. Ich habe sehr lange nicht drüber gesprochen. Ja. Das ist tatsächlich was Typisches bei Menschen, die sexualisierte Gewalt erleben müssen, weil es erstmal einfacher ist, das hinten anzustellen. Also zu sagen, ich fokussiere mich jetzt auf mein Studium, meine Beziehung, meine Situation zu Hause, und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt unantastbar, ich bin jetzt stark genug, dann kümmere ich mich darum. Also ich habe es quasi verschlossen wie so eine Kiste, ins Meer geworfen und nicht mehr angeguckt. Und vor 1,5 Jahren habe ich die Kiste dann eben rausgeholt. Und was hat sich für dich verändert, seitdem du darüber öffentlich redest? Ich würde sagen, so richtig öffentlich drüber sprechen mache ich erst seit jetzt 1,5 Jahren. Erst seit es Corona gibt, also als die Pandemie anfing und wir alle zu Hause waren und alle auch viel Zeit mit uns selbst verbringen
verbracht haben, habe ich irgendwie gedacht, ich kann nicht der einzige Mensch auf der Welt sein. Ich kann nicht der einzige Mensch sein, dem sowas passiert und der dann nicht drüber sprechen möchte. Dann kam damals eine Doku-Anfrage, die über mich produziert wurde und das hat irgendwie so den Stein ins Rollen gebracht. Dann ging es auch bei Social Media total los. Unheimlich viele Anfragen von SurvivorInnen, die Ähnliches überlebt haben. Und mir geschrieben haben, ob ich ihnen helfen kann. Wie gehst du mit dem Erlebten heute um? Hat sich irgendwas in deinem Alltag verändert? Es hat sich relativ viel verändert. Also jetzt bin ich viel stärker damit und ich weiß eben auch, wer ich bin. Also jetzt triggert mich nicht mehr so viel. Vor anderthalb Jahren noch, ich war ja auch in vielen Therapien in meinem Leben, gab es viele Trigger und die waren schwierig für mich auszuhalten. Ich bin nicht mehr in Menschenmassen gegangen, ich konnte nicht auf Konzerte gehen, für mich waren Clubs kaum auszuhalten. Alles, wo viele Menschen waren, wo ich meine Grenzen nicht einhalten konnte, also wo ich nicht sagen konnte, okay, wo du es nicht bestimmen konntest, das quasi, ist mein was Rahmen. Passiert. Genau, weil gerade, wir kennen es alle auf dem Konzert, man wird irgendwie mal gedrückt zur Seite oder irgendjemand steht neben dir, den du nicht kennst. Es war für mich schwer auszuhalten und mit den Triggern kann ich jetzt seit anderthalb Jahren sehr, sehr gut umgehen. Vorher war es schon einschränkend. Aber was sind denn die Wege, um für mehr Sichtbarkeit zu kämpfen? Social Media, hilft das Social Media zum Beispiel? Um mehr Sichtbarkeit für das Thema zu bekommen, müssen mehr darüber sprechen. Also zumindest die, die sich safe genug damit fühlen. Mhm. Nicht jeder muss drüber sprechen, sondern alle, die sagen, ich kann das gerade, ich habe gerade die Stärke, so wie ich das gerade mache. Ja. So wie ich bei jedem Interview im Fernsehen, im Radio sitze und sage, wir haben ein Problem. Mhm. Und jetzt gerade kann ich das. Vielleicht kann ich das nächstes Jahr nicht mehr. Dann hoffe ich, dass es jemand anders für mich macht. Mhm. Aber ich kann gerade meine Kraft einfach so einsetzen, drüber zu sprechen. Weil nur, wenn wir alle drüber reden und sagen, das ist ein Problem, dann kann sich auch was verändern. Was wünschst du dir denn von der Gesellschaft oder von den Verantwortlichen in der Politik? Ich glaube, ja, von der Gesellschaft wünsche ich mir halt einfach, dass es anders beigebracht wird. Dass auch schon im Kindergarten nicht gesagt wird, was sich neckt, das liebt sich. Dass Jungs noch nicht so weit sind wie Mädchen und deswegen müssen Mädchen sich zurückstellen, anstatt dass man einfach zu den Jungs sagt, so grow up. Also wir werden unterschiedlich erzogen. Ich glaube, wenn wir alle Kinder gleich erziehen würden oder zumindest versuchen würden, mit den gleichen Grundsätzen zu erziehen, dann hätten wir da schon ein deutlich geringeres Problem. Für alle Menschen, die jetzt aber gerade kein Kind im Sandkastenalter haben, ist das natürlich kein Tipp, den sie gerade umsetzen können. Deswegen denke ich, wenn Menschen was Ähnliches passiert ist und sexualisierte Gewalt bedeutet nicht immer Vergewaltigung, sondern geht los bei Fenster runterlassen, hinterherpfeifen, dass sie das dann auch ihren FreundInnen erzählt und sagt, mir ist das passiert, es war total scheiße. Und wenn ich in meinem Freundeskreis mal abzählen würde, dann wären super viele dabei, bei denen ich, wo ich es tatsächlich auch weiß, bei denen ich dann rausfinden würde, sie haben auch sowas erlebt. Und erstmal kann man sich gegenseitig stützen, indem man dann sagt, ich habe das auch schon durch, ich helfe dir. Und gleichzeitig fühlt sich die Person aber auch nicht mehr so alleine, weil wir fühlen uns alle unheimlich allein. In der Politik ist unheimlich viel passieren. Gar nicht mal vor Gesetz, dass einfach den SurvivorInnen direkt mehr vertraut wird, sondern der gesamte Prozess. Wenn ich was erlebt habe, dann muss ich es leichter haben. Es dürfen mir nicht so viele Steine in den Weg gelegt werden. Ich muss zu irgendeiner Anlaufstelle gehen, zum Weißen Ring meinetwegen, in die Charité. Dort muss jemand auf mich warten. Es müssen weiblich gelesene PolizistInnen sein und müssen sagen, okay, das muss alles viel angenehmer sein für die Person, damit sie dann, wenn sie tatsächlich vor Gericht geht, schon gestärkt da reingeht. Und dann muss vor Gericht eben auch was anderes passieren. Sie darf nicht so viele Details ständig erzählen müssen. Das ist total retraumatisierend und hilft dem Heilungsprozess überhaupt nicht. Ich habe meine Community Fragen stellen lassen, an dich auch. Und ich war total überrascht, war ein bisschen schockiert tatsächlich, wie viele Fragen gestellt haben und auch schon so etwas erlebt haben tatsächlich und wie viele Nachrichten ich vor allem auch in meinen DMs gefunden habe. Also wirklich, das waren Aufsätze, ich war total überrascht. Im Negativen natürlich, weil das ist nichts Schönes. Und die würde ich dir auch nochmal ganz kurz stellen, wenn es in Ordnung ist. Ja, gerne. Die erste Frage wäre, wie hat sich die Beziehung zu Personen bei dir generell verändert? Also in Hinsicht auf Vertrauen zum Beispiel. Ich bin vorsichtiger geworden. Also ich meine, das kann man sich wahrscheinlich auch denken. Ich bin jetzt auch verheiratet und auch schon seit einigen Jahren jetzt nur noch mit weiblich gelesenen Personen zusammen. Das steht nicht im direkten Zusammenhang. Das ist immer was, was Menschen sehr doll interessiert. Das scheint das Thema zu sein. Aber ich bin sehr viel vorsichtiger geworden mit Menschen. Ich habe auch sehr wenig männlich gelesene Personen in meinem Umfeld.
Und wenn, dann tatsächlich Queere, weil mir das einfach eine Sicherheit gibt. Ja. Das ist für mich einfacher im Umgang und ich habe einen sehr kleinen Inner Circle. Also ich habe meinen Freundinnenkreis enorm minimiert. Reduziert. Und habe jetzt halt 2, 3 sehr gute Freundinnen. Meine Frau ist meine beste Freundin. So soll es auch sein. So hauptsächlich. Dementsprechend, ja, es ist deutlich kleiner und enger und privater geworden bei mir. Die nächste Frage tatsächlich, und die wurde sehr häufig gestellt, inwiefern hat sich das auf deine Partnerschaft jetzt zum Beispiel ausgewirkt? Also wie ist das jetzt bei dir? Heute beeinflusst das meine Beziehung nicht mehr so stark. Also meine Frau weiß von meinen Triggern, wir kennen uns jetzt ja auch schon eine Weile, deswegen ist es jetzt einfach ein Begleiter, wie so ein kleiner Rucksack, den ich immer aufhab. Das sind halt einfach meine Dinge, die ich erleben musste. Und was wäre deiner Meinung nach eine Lösung, dass so etwas nicht mehr vorkommt? Es ist relativ einfach. Menschen müssen aufhören zu vergewaltigen. Es gibt keine anderen Lösungen. Die Röcke müssen nicht länger werden, die Clubs müssen nicht heller werden, die Bürgersteige müssen nicht besser beleuchtet werden. Menschen müssen einfach aufhören, Grenzen zu überschreiten. Wenn deine Freundin oder ein Freund Andeutungen um eine Person macht, die dir ein komisches Gefühl gibt oder du vermutest, es könnte um sexuelle Gewalt gehen, wisch es nicht weg, sondern frag nach. Viele Betroffene deuten nur etwas an und wollen sehen, wie du reagierst, bevor sie dir die ganze Geschichte erzählen. Außerdem kannst du eine außenstehende Person, wie zum Beispiel einen Vertrauenslehrer, mit einbeziehen und deine Beobachtungen teilen. Unabhängig davon besteht auch immer die Möglichkeit, sich anonym bei Anlaufstellen, wie zum Beispiel dem Hilfetelefon sexueller Missbrauch, zu melden, um dort Hilfe zu bekommen. Denn sie geben dir Tipps, wie du mit der Situation umgehen kannst und vermitteln dich an Anlaufstellen vor Ort. Du kannst auch auf dem Hilfeportal sexueller Missbrauch recherchieren, wo es in deiner Nähe eine Fachberatungsstelle oder einen Therapeuten gibt. Grundsätzlich gilt, Andeutungen und Erzählungen ernst nehmen. Öfter mit dem Kind oder Jugendlichen sprechen, da Täter und Täterinnen sie häufig stark unter Druck setzen. Auch Freund und Freundinnen und Gleichaltrigen zuhören, deren Andeutungen ernst nehmen. Bau eine Verbindung auf und zeig, dass es dir wichtig ist. Weitere Informationen und Hilfeangebote findest du unten in der Videobeschreibung. Das war's auch schon mit meinem heutigen Video. Passt auf euch auf and I love you.